Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 und das Ganze mit Frankreich. Ja, letztes Mal haben wir Portugal den Frieden anerkennen müssen. Ja, anerkennen müssen. Und der Michael hat geschrieben, was hier wahrscheinlich jetzt gerade aufpoppt. Ich sollte mal die Pfalz den Militärgang Zugang lassen. Ich sollte den Österreichern den Militärgang Zugang lassen. Und Trier auch, weil es könnte sein, dass die alle gegen England marschieren wollen und das wäre eine große Hilfe für uns. Ah, gut. Und mal gucken. Wir marschieren hier gegen Loire mit diesen Truppen, glaube ich, und schaffen das hoffentlich vor denen, weil die sind gerade in Bewegung. Ja, noch sieht alles gut aus. Hier oben, Portugiesen, ihr solltet mal nach Hause gehen, weil wir wollen euch hier nicht haben, das wisst ihr. Und das machen sie auch, so wie das aussieht, aber die Engländer sind gerade hinter mir her. Ja, schnell weg. Aber ich glaube, wir sind schon zu spät dran, ne? Ja, genau so ist es. So, da kriegen wir dann einen auf den Kopf. Das ist äußerst schade. Wir haben auch keine Unterstützung wahrscheinlich. Irgendwie die anderen. Welche anderen sind das hier? Castille marschiert irgendwo her. Da kommt nur einer von der Provence. Ne, Bourbonnaise. Die werden uns da auch leider nicht mehr helfen können, glaube ich. Sieht gerade nicht gut aus. Hier oben wird auch schon wieder hart umkämpft. Ja, wenn wir jetzt noch eine Verstärkung kriegen würden, dann wäre das schön, aber das klappt dann leider auch nicht mehr. Müssen wir uns doch zurückziehen. So, nur nach Portour. Sieht so aus. Ja, aufgerieben werden möchten wir jetzt nicht. Ziehen wir uns ein bisschen mehr zurück, oder? Obwohl, gehen wir mal dahin. Moral müsste besser werden. Aber hier müssen wir einfach einmarschieren momentan. Das hat anders keinen Sinn, oder? Kommen die auch nach? 26, 22. Gucken, was passiert. Rein da. Und es wäre schön, wenn die hier mitkommen würden, aber die kann ich da sowieso nicht zu bewegen. Den Kampf müssen wir einmal unterbrechen hier. Wer weiß, wann der Erste hier marschiert. Ja, da sofort sind sie zugange. Allerdings sind diese auch unterstützend dabei. Dezimieren wir die. Und gleich durchmarschieren, oder wie ist das? Ne, können wir gar nicht. Wir werden den Kampf jetzt zu Ende fechten müssen. Schade. Und dann kommen die jetzt dazu und dann war's das. Dann haben wir den Sieg nicht errungen. Doch, wir haben es vorher geschafft. Cool. Gucken wir, ob wir rauskommen, aber das wird nicht klappen. Die werden eher da sein und kriegen wir wieder einen auf die Mütze. Aber wir haben... Ah, Bretagne, guck. Das sind gar nicht so viele. Okay. Okay. Das ist schön, dass die nicht mitmarschieren. Ah, jetzt kommen sie leider doch. Der wäre schön, wenn er noch reinrucken würde. Ah, die Schlacht ist verloren. Schade. Okay, die greifen hier wieder an. Aber momentan ist das ja gar nicht so schlecht. Gut, mal kurz gucken, was ist hier oben. Ja, unsere Einheit haben Verluste erlitten. Aber wir können hier positive Aspekte setzen, sehe ich gerade. Unruhen, eure Häfen werden immer noch belagert, Land ist im Krieg.
Ach, was ich gucken wollte, das war, mit wem sind denn die Engländer im Krieg? Rückeroberung von Calais. Ja, eigentlich sind die nicht so mit so vielen im Krieg, wie man gerade sieht, ne? Ja, weiter geht's. Unsere Truppen ruhen sich gerade hier aus, oder wie sehe ich das? Ne, gehen wir mal dahin. 18 Mann. Da oben sind 3, 4. Ja, wir müssen schauen, dass wir da hochkommen und da vielleicht was erledigen können. Provence. Tja, die haben gar kein Bündnis mit der Provence. Ich dachte, wir hätten dieses. Kommen wir da hoch? Ja. 18 gegen 16 wären das. Es ist momentan grün hier unten, das heißt, wir sind im Vorteil. Nicht viel, aber wir sind im Vorteil. Es ist so ein bisschen, dass wir die Portugiesen da rausgenommen haben, ne? Das war positiv, glaube ich. So. Gucken wir, dass wir das vielleicht erstmal freikriegen wieder. Ob das überhaupt geht, ist die Frage. Oder marschieren die gleich hier gegen uns? Da sind sie schon wieder am Kämpfen. Und wir rüsten aber auf. 20. Ja, die hier, die sind so ein bisschen doof, ne? Ja, da kann man nichts machen irgendwie, ne? Frieden erzwingen. Kriegen wir einen Frieden gegen die Engländer hin? Auch nicht. Schade. So, hier kämpfen wir uns frei. Der bleibt da stehen. Ja. Oh, wir sind mit 22 Leuten hier unterwegs. Sollten wir da was abspalten? Zwei marschieren mit den 20 vor. Nachschubmangel da. Schwieriges Unterfangen. Sind nur Engländer hier. Wie sieht's hier aus? Genauso wie hier oder ähnlich. 47, 47. Hier unten in der Bretagne minus 42, hier 14. Minus 42. Tanja. Jetzt haben wir 24 und die haben nur 18. Das heißt, die haben hier volle Mannstärke. Was ist da passiert? Ein Friedensangebot aus England. Im weißen Frieden. Den akzeptieren wir mal. Wohlauf. Gut. Das war jetzt so eine Geschichte, wo wir leider Calais nicht gekriegt haben und dafür das verloren haben, aber es war fast nicht anders möglich, ne? Wir haben nur noch Unruhen, wir müssen jetzt erstmal unser Land wieder auf Vordermann bringen, ne? Ab nach Île-de-France. Ihr seht mal zu, dass ihr hier rauskommt, ihr Engländer.
Ja. Was passiert hier gerade? England hat Kastil als ihren Rivalen bestimmt, okay. Wir haben einen Diplomaten frei. Den würde ich gerne in die Provence schicken und da die diplomatischen Beziehungen verbessern. Senden. Auf jeden Fall. Ja. Wie sieht das bei uns aus? Ne, das war falsch. Hier unten. Auvergne, Bourbonnais und Foix haben wir. Staatsehe mit Bretagne und Foix. Ja, Kredit aufgenommen, super. Wirtschaftsaktionen. Ich glaube, wir haben hier irgendwelche Probleme mit den Herrschaften aus. Dings und, ja, eigentlich müssen wir mal diese Ehe loswerden, ne? Wie geht das denn? Tja, einmal verheiratet, immer verheiratet. Wie sieht das aus? Beziehungen verbessern, das wäre ja noch was. Familienbande auflösen. Anspruch fingieren. Okay, was passiert da? Die Doktrin des Partikulargerichts. Ketzerei, alles klar. Haben zwei Papst Einfluss und hier unten. Revoltenrisiko in Bourbonia. Ne, dann nehme ich lieber das andere. Gut. Ja, dann müssen wir mal schauen. Meinungen von Bretagne anzeigen, auch interessant. Die haben die Rivalen Provence, deswegen werden wir das auch mit der Provence etwas schwierig haben, aber vielleicht können wir dadurch die Ehe auflösen. Okay. Inflation senken. 10. Boah, ist das ein Minus. Das ist nicht gut. Das müssen wir ändern. Hier ist gerade nichts möglich. Geht's auch nicht. Französische Bauern. Katholisch. Ronde du Nord. Das letzte Turnier. Moral, Armee plus 10. Armeetradition plus 1. Jährliches Prestige 0,5 plus. Verlieren Geld und administrative Macht. Das andere verlieren 5 Prestige. Prestige verlieren ist doof. Das andere ist alles positiv. Ich glaube, wir nehmen das. Mit dem Geld ist zwar wieder schlecht, aber was sollen wir machen? Gut. Was machen wir hier gerade eigentlich?
Mit Savoy verbessern wir gerade die Beziehungen. Wie sind denn da die Beziehungen zurzeit? Bündnis? Oh, wir können Bündnis anbieten. Würden sie auch akzeptieren. Ich glaube, wir werden die Beziehungsaktion stoppen und das Bündnis mit denen eingehen. So. Wir sind in der Pause, deswegen geht das auch nicht voran. 4, 3. So, und dann gehen wir da mal hin und senden das. Jetzt haben wir ein Militärbündnis mit denen. Und wir sollten vielleicht gucken, dass wir hier weiterkommen noch mit der Annexion, oder? Und was ist das? Eine Staatsehe. Gut. Ja. Rechtmäßigkeit um minus 5. Legitimität wird besser. 3% verbessern sich Beziehungen. Und 15% Chance auf... Ja, komm, machen wir. Kann nicht schlecht sein, ne? Wen haben wir jetzt hier? Auvergne. Geheimdienstaktion. Staatsehe haben wir schon, oder? Ein Bündnis? Ne, Einfluss. Annexion fordern. Damit müssen wir erstmal die Beziehungen verbessern. Das sollten wir erstmal tun. Gut. So, das läuft. Jetzt gucken wir finanziell. Ah, habe ich wieder zugemacht. Das war jetzt nicht so gut. Der Staatssäckel ist immer noch ganz schlecht. Darlehen haben wir auch noch wahrscheinlich, wer weiß wie. Gucken wir mal rein. 4 Stück. Ne, sind sogar 5. 5 Darlehen und das sind ordentliche Summen. Inflationsrate. Ja. Machen wir mal einfach. Weil das kann nicht gut sein, ne? Gut, okay, aber ich würde erstmal sagen, für die Runde soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss. Bankdarlehen aufgenommen. Aber Provinzverbesserung auch noch. Aber kein Geld. Gut, bis dann.